physischen Sinn, sondern auch im geistlichen Sinn, weil sie Christus noch nicht gesehen haben und nicht erlebt haben, wie wir ihn auch verstanden haben. Und auch für uns bleibt es dunkel, wenn wir uns der Geschichte nur erinnern, als eine, die wir schon tausendmal gehört haben. Entscheidend ist, dass wir hineinfinden in das Jetzt dieser Geschichte, dieser auferstehungsfähigen Erlebnisse. Bitten wir also den Herrn, dass er uns bereit macht, altes Denken, altes Erinnern aufzugeben, um ihn neu und jetzt hier neu zu erfahren, in seiner neuen Auferstehungskraft. Haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag
Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen. Uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen. Das ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Verborgen in Gott.
wenn Christus unser Leben offenbar wird. Dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. Man hat den Herrn aus dem Kopf weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat.
der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin. Aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinde liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinde liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatten, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu der Maria, da wandte sie sich zu ihm um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabun, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Immer dasselbe, dass er nicht so genannt wird, sondern der Jünger, der Jesus liebte, oder ein anderer.
Jünger, wo aber immer klar ist, dass es eigentlich Johannes ist. Aber warum taucht der Name nie auf? Weil es eigentlich darum geht, dass du mit Petrus zum Grab reist. Dass du mit Petrus hineingehst und entdeckst, was das ist. Und dieser Lieblingsjünger, das bist du. Und was sehen sie da, diese Jünger? Sie sehen, dass Petrus und Herr Johannes auch die Leinenbinden, die den Leichnam Jesu bedeckt haben, unordentlich, das Bett hat dieser Jesus nicht gemacht, beim Aufstehen, aber das Kopftuch, sozusagen dieses, was wohl so ins Gesicht gelegen hat, das ist geordnet da. Das ist schon ein Hinweis auf das, was hier geschehen ist. Denn das Haupt ist schon in der Auferstehungsordnung, während wir alle noch zusammengeknüllt nicht genau wissen, was da passiert ist, aber schon freulich ahnen, dass was ganz Großes passiert ist. Und der andere Jünger, du auch, glaubt, weil das noch nicht aus der Schrift weiß. Und geht mit diesem frohen Verständnis, dass hier das passiert, was Jesus schon angekündigt hat, nach Hause. Punkt also 1, dieses Wissen, dass die Ordnung, die in Jesus schon da ist, sich auch in der Kirche, in seinem Leib, angedeutet durch dieses Grabtuch von Dorino, dieses Grabtuch symbolisiert, noch zeigen soll. Das zweite, was ist in Maria von Magdala. Sie hat eine bestimmte Erfahrung gemacht mit Jesus, die ganze Zeit, wo sie zusammen war. Diese Liebe, diese Einmaligkeit, die Art und Weise, wie er Menschen ansprach, wie er Menschen aus ihrer Not heraus rief, wie er sie auch befreit hat von ihren sieben Dämonen, die sie ausgetrieben hat. Auf einmal ist dieser Jesus, so wie sie ihn kennt, weg. Nicht mehr da. Und sie hat zwar auch das gesehen, was Petrus und Johannes jetzt gesehen haben, aber es reicht ihr nicht. Sie möchte diesen Jesus haben. So wie er früher war. Sie lässt sich noch nicht herausrufen von dieser Botschaft, weil sie diesen Jesus möchte. Und da bleibt sie dran. Da kommen Engel, erzählen ihr was, und das reicht ihr nicht. Sie möchte Jesus, nicht durch Engel. Und dann kommt Jesus selbst. Und sie erkennt ihn, indem er sie anspricht. In seinem Wort dieselbe Wärme, dieselbe Liebe, wie vor seinem Leiden. Nichts hat sich in der Liebe geändert, weil sie vor Jesu Tod und nach Jesu Tod vollendet und vollkommen war. So spricht er auch dich an. Deine Schwester kann man alle sagen, Maria. Genau. Aber auch dich spricht er an, Thomas. Euch da oben auch, Matthias, normal. Erkennt dieselbe Stimme der Liebe vor und nach seinem Leiden. Und eine dritte Sache, die mir gerade bei dem Morgen bei den Texten nochmal wichtiger geworden ist: Jesus geht nicht gleich nach der Aufstellung zum Vater. Er geht nicht gleich dahin zurück, wo er hergekommen ist, sondern er bleibt erstmal, er lungert noch ein bisschen am Grab herum. Zeigt sich nicht den Jüngern, sondern wartet auf diese Maria, wartet auf dich, um zu zeigen, dass diese Liebe, die ihn bewegt hat, Mensch zu werden, die ihn bewegt hat, diesen Kreuzweg zu gehen, nicht einfach nur einen Auftrag hat, den er erfüllt, sondern den er getan hat aus dieser unendlichen Liebe. Er zeigt also nochmal in diesem Vakuum verweilen, seine große Liebe zu dir. Darum sagt er dann noch, rühre mich nicht an, weil ich zum Vater heimgekehrt bin. Das ist sozusagen der Hinweis, wie sehr er uns liebt, wie sehr der Vater uns liebt, dass dieses Verweilen noch in dieser Situation des Grabes, aber schon als Auferstandener, nochmal ein Zeichen sein soll, wie sehr er uns liebt. Und wenn man diese drei Aspekte, die ich hier mal vorgekehrt habe, sieht, wenn man sieht, wie Jesus nachher auch an den anderen Jüngern erscheint und die Kontinuität dieser Liebe durch Leiden und Tod hindurch darstellt, zeigt, auch wenn sie am Anfang manchmal nicht erkennen, wie Jünger von Emmaus,
Da zeigt sich auch, warum dieses Bündel von hoffnungslosen Menschen, von einfachen Leuten, die hin und her geworfen waren, von diesen Mächten der Welt, auf einmal aufstehen konnten und zum Fundament der Kirche werden konnten, die Jesus gegründet hat, die dieses Evangelium in die Welt hineingetragen hat und bis heute trägt. Und darum ist es so entscheidend, nicht, wie ich schon am Anfang gesagt habe, diese Texte nicht nur zu hören und zu erinnern, wie letztes Jahr, wie vorletztes Jahr, sondern so wie sie eigentlich gemeint sind, als Vergegenwärtigung desselben Geschehens damals wie heute. Denn wir feiern ja in jeder Messe, in jeder Eucharistie, ein Brechen des Brotes nicht jedes Mal eine neue Messe, nicht ein neues Opfer Christi, sondern dasselbe Opfer, das er am Abendmahlsaal uns gebrochen hat. Dasselbe, was über die Jahrhunderte hinweg wieder gebrochen wurde, nicht als Wiederholung, sondern als Vergegenwärtigung desselben einen Geschehens von Donnerstag bis zum Ostersonntag. Bitten wir, dass wir dieses Geheimnis immer tiefer verstehen und nicht nur mit dem Kopf erinnern, sondern mit dem Herz neu einsteigen in das, was er uns schenken möchte. Seine Liebe, die am ersten Tag wie damals, so auch heute. Amen. Lasst uns rufen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich.
Heiliger und gütiger Gott, du hast deinen Sohn aus dem Tod zu neuem Leben erweckt. Erfülle die ganze Welt mit diesem österlichen Leben durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Diese nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Lord, who lives forever, sing.
befreit von Sünde und Schuld, so lasst uns Festmahl halten in Freude. Halleluja. Leib und Blut Christi schenken uns ewiges Leben. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die kirchlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Danke sei Gott.